2021, der Caravansalon in Düsseldorf. Und ja, Chausson bietet einige Grundrisse, die so phänomenal sind, dass man sie wirklich zeigen muss. Und hier ein Fahrzeug mit ja, einem Stockbett, was komplett wegnehmbar ist, und einem Hubbett, also quasi im Tagesbetrieb keine Betten zu sehen. Grüß dich, Jenny. Hallo. Ja, das ganze Fahrzeug steht auf Ford. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für die Branche, weil ganz oft wird ja hier Fiat Ducato verwendet, aber nein, das ist Ford. Du bleibst mal kurz da, sicherst den Eingang, ich gehe mal gerade rum, zeig die Basisfahrzeuge, die wir hier haben, und so sieht das Ganze von hinten aus. Das ist übrigens noch eine Heckgarage, durch Kurbeln kann man das Ganze hier rauf und runter fahren. Easy Bed heißt das Ganze hier, und dann kann man hier auch Fahrräder und so weiter runter machen, weil das Bett hier, das kann man ganz hoch fahren und hat dann die Möglichkeit hier wirklich dann alles unterzubringen, was man möchte. Also das heißt Stockbetten, ein Hubbett und der Lounge-Grundriss mit 5 Sitzplätzen während der Fahrt. Das sieht man hier. Also 2 können dann gegenüber sitzen und hat dann im Tagesbetrieb eine ganz normale Lounge hier drin. Ja, das ist der Grundriss. Guck mal hier. Du hast riesen viel Platz im Tagesbetrieb. Platz für 5 Leute. Und du hast hier ein Chassis von Ford. Fahrzeug liegt hier, wie es hier steht, ich guck mal gerade, bei 71.000 Euro, ist ja schon ein bisschen Geld, oder? Ja, kann man sagen. Aber wenn wir gleich mal reinkommen, werden wir sehen, also gibt hier Zubehörpakete, Messeangebote und. 7,20 Meter. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussieht auf 7,20 Meter. Hier vorne übrigens das Zugfahrzeug, das ist baugleich. So sieht es von vorne aus. Mit Automatikgetriebe und 170 PS, ja, beziehungsweise gibt es auch mit 130 PS, 92 kW. Wir gehen mal rein. Feste ziehen, große Aufbautür. Hier oben steht es nochmal, 170 PS, Automatikgetriebe, Lichtautomatik, automatische Scheibenwischer, Regensensor, Luxustür, 2-Punkt-Sicherheitsschloss, also an 2 Punkten, und Zentralverriegelung, Fahrerhaus und Wohnraum. So, bitteschön. Dann sag mir mal, wie du das Ganze empfindest. Wow, sehr, sehr groß und schön und trotzdem kompakt und elegant. Alles ist drin wieder, ne? Mal sehen. Ist schade, dass du, wenn du dich noch mal erinnerst an die Kastenwagen, wo wir drin waren, die ja doch von der Enge her, weißt du noch? Ja, guck mal, wie breit das hier ist. Das ist doch herrlich. Richtig schön. Genau, geh mal auf den Fahrersitz. Das ist ein anderes Gefühl auch. Na, so lieb, jetzt geh mal auf den Fahrersitz. Ja. Muss ich mal drauf gehen. Ich mache die Tür mal gerade zu, dass man hier ein Raumgefühl auch entsteht. So eine Weite, das ist echt ganz anders. Das ist echt krass. Und du hast halt 2 Hubbetten. Ich zeig's mal direkt. Also 1,60 Meter. Ein Doppelbett, das ist hier oben. Das ist schon mit 1,60 Meter Hubbett. Das gehört eins zu den größten Hubbetten am Markt. Aber das Ganze mit Licht. Damit du auch nochmal Licht hier vorne hast, hast du hier nochmal ein Fenster, hier ist der Stauraum nochmal hier drüber. Das ist übrigens der Schalter für die Hubbetten. Kindergesichert ganz oben. Genau. USB-Steckdosen, du weißt, warum die da sind? Ja, für hier Internet, Kabelanschluss, Handy oder sowas. Genau, du kannst nämlich, wenn das Hubbett unten ist, kannst du da oben deine Handys reinlegen. Ja. Das ist dann die Ablage, die du direkt siehst, ja. Super. So, ganz großes Cockpit mit Automatikgetriebe. Mhm. Echt ein cooles Auto. Bleib mal gerade sitzen. Ich zeig mal gerade den ganzen Raum. Ich gehe mal gerade ganz zurück nochmal, dass man das sieht. Also das ist die Sitzgruppe. Chausson hat da echt den Vogel abgeschossen, ja. Wahrscheinlich auch hier wieder mit elektrischem Tisch. Aber wir können ja mal eins machen. Wir können ja mal zunächst probieren, wie weit wir mit dem Hubbett kommen. Ob wir da überhaupt irgendwas machen müssen. Warte mal gerade. Das ist hier. Und ob wir überhaupt die Polster umklappen müssen, weil es sieht so ein bisschen aus, als kommt man da vorbei dran. Geht, gell? Ja. Fast. Irgendwo hängt es. Guck mal gerade bei dir. Geht. Doch. Passt. Cool. So, steig mal drauf. Wie auf Wolken. Und ruckzuck hast du die komplette Wohnlandschaft und dann kannst du den Tisch natürlich noch mal hochfahren, was ich jetzt auch mal mache.
Es geht ja darum, wenn du morgens aufwachst, weißt du, hast die Brötchen und so. Und dann, hast du keine Lust, dann noch hin und her zu machen. So, klapp mal auf. Da ist der Tisch. Und jetzt hast du eine ganz, ganz große Sitzgruppe hier drin. Ja, spannend hierbei ist, die 5 Sitzplätze, die verbergen sich hier drunter. Ich heb mal gerade hoch. Ja. Lass mal sehen. Da sind jeweils die Sitze, die kannst du hochklappen. Und dann hast du hier eine Arbeitsplattenerweiterung drin. Die kannst du einfach hochklappen und von unten nochmal verriegeln. Und großes Spülbecken mit, ja, 2 Flammen Kochherd oder 3 sogar. Auch das kann ich mal gerade checken. 2 Flammen. Piezozündung. Und noch jede Menge Staukästen. Ja, spannend ist wirklich der Grundriss. Wenn du die siehst, du hast eine komplette Dusche mit dabei. Geh mal bitte rein. Hier. Wow. Ist auch sehr viel Platz in der Dusche. Ist viel Platz. Übrigens, wenn ihr euch wundert über die Beleuchtung, dass die Messe beleuchtet und die ist natürlich sehr hell. Ja. Und sehr. Schade, aber ist gerade auch nicht anders machbar. Aber ist doch schön. Viel Platz. Klasse. Prima. Ja, nächstes ist ein Hubbett oben. Das heißt, was ja Kinder, die möchten ja gerne natürlich auf den Stockbetten schlafen. Aber spannend ist noch was ganz anderes. Du könntest theoretisch jetzt hier vorne alles lassen, wie es ist. Wenn du jetzt alleine fährst oder zu zweit nur, könntest hier deinen Wohnraum haben und könntest einfach hinten schlafen. Also auf 2 Betten, wenn du jetzt nicht nebeneinander schlafen möchtest. Und jetzt kommt's, das Spannende, das zweite Kind ist oben. Warte, ich lass mal gerade runter. Und da steht da drauf, bitte nicht benutzen für Kinder unter 6 Jahre, denn da kommt eine Leiter dran. Ja, und dann hast du dein Stockbett. Da gibt es auch einen Rausfallschutz. Okay. Der ist an der Seite da. Ja. Nee, das ist das Fenster. Schau mal gerade. Der wird auf jeden Fall hier oben eingehangen. So, und du schläfst dann hier mit dem Kopfende hier. Auf jeden Fall kann man das noch einbauen. Da kannst du jetzt zumachen und kannst das Ganze dann nochmal. Genau, wenn du mal kurz unten auf die Matratze drauf gehst, dass man mal sieht von der Länge her, du bist 1,75. Ich fahre mal gerade die andere hoch, dass wir das mal sehen. Da sind wir, wenn du jetzt alleine wärst. Und da hast du. Hast du viel Platz. Du bist jetzt auf der Seite, bist du ganz am Anschlag, gell? Ja, ich habe ein bisschen Platz nach oben. Bisschen Platz nach oben. Prima. So, und dann gibt es ein Raumbad. Auch das zeige ich euch mal. Die Tür kann man komplett schließen. Und dann hast du dich eingeschlossen und hast also hier Zugriff nochmal auf die Toilette und auf das Waschbecken mit dem Spiegel mit dabei. Oben nochmal ein großer Schrank. Und ein Fenster zum Durchlüften. Ja, also das ist, glaube ich, der Trend. Das heißt, die Betten schwenkst du einfach weit nach oben und hast dann den Platz dafür. Hier ist auch noch Kleiderschrank an der Seite. Kleiderschrank? Hier. Bei dir, gell? Genau, hier. Boah, der ist ja wie ein Wohnwagen. Richtig groß. Richtig viel Platz wieder. Herrlich. So, schnell raus. Fahrzeug ist wirklich umlagert. Ja, das sind sehr die Duscharmaturen, die da sind. Sehr und jetzt geht's. Raus! Das obligatorische Schuhfach ist natürlich mit drin. Das zeigen wir gerade nochmal. Das ist hier auf der Seite. Und da, last but not least, können dann die Schuhe reingelegt werden. Kannst du alles ablegen. Und ein Vinylboden mit drin, auch in Grau. Also alles sehr, sehr stylisch. Wenig Holz, ein bisschen Holz ist drin. Mehr so Betonoptik und so. Markise ist drauf und Leute stehen schon Schlange, um reinzukommen. Der perfekte Familiengrundriss, der da ist. Guten Morgen! Ist es schön hier am Stand? Ja. Schön. Da ist er, der Chausson Lounge Grundriss mit 5 Sitzplätzen während der Fahrt. Ich zeige euch nochmal den Preis, wie das Fahrzeug, wie es hier steht. Wir sind fertig, ihr dürft gerne rein. Sehr schön. 71.075 Euro, wie es hier steht. Der 720 von Chausson, Modelljahr natürlich 2022. Jenny, toller Grundriss, oder? Super, wirklich. Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Ciao, ciao.